Hallo Leute, ich bin OneWolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Going Medieval. Ja Leute, ich will euch jemanden vorstellen am Anfang, und zwar unser Adam. Der ist jetzt total aufgerüstet. Also ich habe letztens gespielt und da habe Angriff bekommen und habe jetzt eine total geile Rüstung. Den würde ich euch auch gerne mal zeigen. Das war zu nah, wie der jetzt aussieht. Also das hier, da, das ist unser Ritter, der ist jetzt voll ausgerüstet. Und Leute, wir haben doch jetzt, also einem, das ist Nota, der hat jetzt diesen, dieser Waffe, diesen Sternkolben aufgerüstet bekommen, weil sein Level genug war, um diese Waffe zu tragen. Ja, das hier jetzt, wo die alle jetzt ruhig und gelassen hinliegen, das sind ihre Häuser. Das werden später mit Wänden und so weiter. Hier werde ich die ganzen Häuser bauen. Dann Leute, ich habe noch etwas umgebaut. Erstens ein wenig die Lagerräume verändert. Und ich habe hier, Leute, noch verkürzt. Das ist ihre jetzt Küche. Also Gemeinschaftsküche. Die werden hier essen. Das werde ich auch mit Wänden überziehen irgendwann mal. Was wir heute machen, ist ein weiteres Gebäude. Und zwar, ich will heute eine Art Werkstatt bauen. Und zwar entweder hier. Ja. Oder irgendwo hier. Also hier werden weitere Tische jetzt kommen. Da hier zum Fleischverarbeitung ist, werden wir weitere Tische jetzt aufbauen. Dafür gehe ich jetzt auf die Base und mache mir erstmal Holzboden oder Stein. Mache mir meinen Steinboden. Moment, Leute, ich will noch kurz mal was gucken. Ein weiterer Tisch, das haben wir jetzt gebaut, ne? Jetzt kommt dies und dies noch, also, ne, das haben wir gebaut, ne? Ja, das ist der Fleisch gewesen. Jetzt kommt noch 1, 2, 3 Tische. Ich bin am Überlegen, ob wir drei verschiedene Gebäuden bauen oder einfach einen in allem machen, also alle in einem, so rum. Okay, so, das wäre dann der nächste, ne? Ja, ich will erstens gucken, was das Ganze bringt. So, wir bauen mal hier ein Tisch. Ich will natürlich erstmal wissen, was das Ganze. Also das glaube ich, das ist so ein Sägertisch. Wie auch immer. So. Das hier ist Sägeblatt. Könnte sein. Bin ich mir nicht sicher. Basis. Research Table. So, wir machen mal schneller laufen lassen. So. Jetzt baut mal den Tisch zusammen. Ich will jetzt gucken, was der uns bringt. Und überhaupt, ob wir einen brauchen, ein Gebäude brauchen oder mehrere bauen werden. Also hier erstmal die Häuser, wo die einfach schlafen werden. Jeweils zwei. Der sieht so cool aus mit dieser Rüstung. Ne, das ist keine Säge, das ist zum Zielüben oder was? Ne, Leute, jetzt weiß ich's, Bogen. Genau, das ist Waffenständer, okay. Ein Waffentable, ein Bogen,
machen wir mal weg. Ich will jetzt alle erstmal alle Tables durchschauen. So, dafür aber den mal bauen. Jetzt will ich den nächsten. Ich glaube, wir müssen doch alle für jeden Tisch einen jeweils einen Gebäude bauen, oder? Das wird doch besser aussehen. Wobei, wenn ich mir so überlege, das können wir alle Tische in einem machen. Außer diesem fleischverarbeiteten Dungstisch da. Das gehört einfach in die Küche. Jetzt schauen wir mal, was das hier ist. Ich glaube, das ist zum Erlernen. Das können wir so eine Art Bibliothek bauen. Und hier sind weitere, ja, weitere Waffen. Ein Speer, eine Falle. Cool. Echt geil. Echt geil gemacht, muss ich sagen. Und ein Bogentisch, ne? Und hier werden wir wohl oder übel, ich glaube, hier werden wir Bücher lernen. Ja? Nur Bücher machen. Okay, forever. Unbegrenzt. Und durch diese Bücher werden wir noch an weitere Gebäuden und Ressourcen kommen. So, der fängt an, die Bücher zu schreiben. Unser Geisterritter hier. In der Ritterrüstung. Okay. Das und der Bogen. Also, dieser Tisch und Bogen werden ein einziges Gebäude bekommen. Das ist Waffen. Dieses Tisch bekommt dann eine Art Schule. Dort werden wir Bücher schreiben. Eine Art Bibliothek. Okay, da sind neue Bücher. So. So. Ihr seht, was wir hier noch erlernen können. Das ist echt viel hier. So, das ist Tische und so, ne? Also fangen wir mal an. Als allererstes, wie gesagt, werden wir erstmal das und das wegmachen. Ich wollte nur wissen, welcher Tisch für was nützlich ist. Und jetzt bauen wir ja unsere Waffenkammer bzw. Waffenmacher, ja, Waffenwerkstatt, wo ich das Ganze bauen möchte. Das ist das Problem. Also hier könnte ich mal die Schule aufbauen, so kleine 5x5 Schule. Und hinten könnte ich schon eine Waffenkammer machen. Machen wir. So, für die Schule. Boden aus Holz. Wie gesagt, es wird erstmal so sein, dass ich 1, 2, 3, 4, 5. 5x5. 5. So, das wäre dann die Schule. 5x5. So. Das wird dann die Schule sein. Und wenn ihr fertig seid, dann baut ihr mir natürlich hier das hier auf. Und wir brauchen ja auch nicht. Also. So, dann habt ihr erstmal was zu tun.
Hier werden wir die Bücher schreiben, sozusagen. Wir können später vielleicht noch einen Schrank da hinstellen, damit das wie eine Schule aussieht. Dann auch mal schneller laufen lassen. So. Und hinten machen wir noch eine Art Waffenschmiede. Da wird aber größerer. Also machen wir so 11 mal 10. Wobei das wäre dann zu groß, glaube ich. So 2 Tische. So. Hier werden die halt Bücher machen. Und wie gesagt, die Wände kommen. Ich will nur nicht jetzt machen, weil ich dann nicht sehe. Also, man kann hier Dächer machen, wegmachen. Man hat dann kein Dach mehr über dem Kopf. Aber man kann hier schlecht die Wände wegmachen. Also ihr seht, auch wenn ich da wegklicke, die Wände sind immer noch da. Die Dächer kann ich auch jetzt wegklicken, aber die sind immer noch da. Ich muss hier dann so klein machen, so runterdrücken, dass man unter den Boden sehen kann. Das möchte ich erstmal so nicht haben. Deswegen machen wir hier eine kleine Art Schule, erstmal ohne ganzen Wände und so weiter. Hier ist Gemeinschaftsküche, wie gesagt. Und da sehe ich eine Waffe, die ich gar nicht aufgehoben habe. Ne? Also die könnt ihr mitnehmen, der Rest bitte nicht. So, wir haben jetzt eine Art Schule. Und ich hoffe, wir können dann mal mit den Büchern das Ganze auch weiterhin erlernen. So, Hunting Zonen. Okay, hier ist ja die kleine Schule. Oder Bücherei, wie auch immer. Und da werden Bücher geschrieben. So, was ist hier los? Warum werden hier nicht verarbeitet? Warum wird hier nichts gemacht? Wir haben zwar hier jede Menge Mehl und so weiter, aber das wird trotzdem nicht weiterverarbeitet. Hier sind auch Waffen. So, der eine schreibt jetzt Bücher. Okay. So, das hier ist die Arbeitszeiten. Das lasse ich es so wie gewohnt. Hier können wir weiter studieren. Da brauchen wir aber Bücher, ne? Ja, wir brauchen 150 Bücher, um hier weitere Gegenstände zu machen. Das war Saving Station. Da kommen noch mehr Tische. Das heißt, Leute, es wird jede Menge davon geben. Hier machen wir ein Smokehouse. 150 Bücher müssen da sein. Dann hier werden wir ein Stone, also Steintisch, Steinverarbeitung. Das heißt, Leute, also wir müssen doch für jeden Gebäude etwas machen, weil erstens ist so, dass hier jedes Mal neue Tische kommen. Hier zum Beispiel neue Möbel wie Betten. Das würde ich gerne jetzt schon machen, wenn wir 80 Bücher haben. Ich würde denen schon gerne Betten geben, damit die besser schlafen können. Hier zum Beispiel aus Lehm. Deswegen mache ich auch keine Wände, weil später kommen die jede Menge.
Und nicht nur Lehm, wir bekommen hier ein Ofen. Ja, ein Cleaner. Wir können dann jede Menge machen. Deswegen erstmal keine Wände. Schutzwände, dann hier. Ja, Ofen. Wir können dann schmelzen. Und hier bekommen wir eine bessere Waffe. Ein Speer und eine Flare. Flare. Dann geht's weiter mit verschiedenen Rüstungen. Also die Schule ist sehr wichtig jetzt. Es ist gut, dass ich die Schule gebaut habe. Resell Stable. Ich glaube, wir müssen unsere Schule dann vergrößern, weil wir bekommen noch so einen weiteren Tisch, wo noch bessere Textbuch geschrieben wird. Also hier werden drei Bücher gesch drei Arten von Büchern so rum geschrieben. Das heißt, es wird vergrößert, Leute. Es wird die Schule wird vergrößert, beziehungsweise da, wo die Bücher dann geschrieben werden. Also ich werde dann später das Ganze hier ganz schön vergrößern müssen, weil drei von denen wird nicht reichen. Wir brauchen aber 150 Bücher, um die Schule dann noch mehr zu vergrößern. Ich würde aber gerne erstmal, ich weiß nicht, ob ich weiterhin auf die Bücher gehe oder erstmal wirklich hier das Ganze erlerne. Also es gibt hier, wir bekommen dann ziemlich Flex, wir können dann Flex setzen, also zum Wachsen und so weiter, noch dazu einen weiteren Tisch, wo wir zumindest erstmal testen werden. Ich bin jetzt also am Überlegen, was wir als erstes tun. Also Clay könnte ich machen. Clay könnte ich erlernen, zwar 150, aber das ist halt nicht das Problem. Jetzt werden wir auch die Bücher schreiben, ne? Also 150 Bücher. Stein, Metz, also können wir machen. Das wäre auch kein Problem. Aber was brauchen wir wirklich zurzeit? Was brauchen wir jetzt zurzeit? Also ich würde gerne erstmal auf Betten gehen, weil ich will, dass die dann schlafen, gut schlafen können. Dann geht es halt auf weitere Möbeln und hier Ausstattungen und so weiter. Das ist einfach genial, was hier dann wirklich gemacht werden. Limestone Herd. Leute, das glaube ich, das ist zum Kochen. Ne? Ich glaube, zumindest. Dann brauchen wir keinen Feuerstelle mehr. Und wir bekommen dann leckere Essen. Ist auch eine gute Sache. Aber was mich interessieren würde, Armor. Ja, aber wir brauchen Iron. Das heißt, wir müssen auf Schmelzen gehen. Ja, 150. Okay. Da müssen wir erstmal auf Schmelzen. Aber wie gesagt, Leute, erstmal würde ich gerne erstmal denen Betten geben. Warum schläfst du nicht? Nota, warum gehst du nicht schlafen? Da sind so viele Betten. Warum gehst du nicht hin? So, geh mal und schlaf. Nee, der hat keine Lust. Aber wir haben gut, dass wir jetzt erstmal diesen Table gemacht haben. Wie gesagt, also Gebäude jetzt schon zu bauen, außer die Küche. Später kommen da vielleicht, müssen wir auch noch die Küche vergrößern. Deswegen auch keine Wände, weil erstens später kommen jede Menge Wände noch dazu. Und das finde ich super. So, Pilze. Was mich aber ärgert, dass die jetzt gar nicht mehr mit diesen Feldern machen.
das die jetzt gar nicht hier machen. Die Felder sind immer noch nicht gemacht. Warum? Warum macht ihr hier nicht mit den Feldern? Da wird auch nichts gemacht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt jedes Mal das setzen müssen. Ja, also das glaube ich eh weniger. Wobei ich weiß es nicht. Soll ich jetzt jedes Mal hier jetzt neue Felder einsetzen? Dann ist es ja ganz schön kacke. Wenn wir jedes Mal hier jetzt die Felder einsetzen müssen. So, hier einmal. Ich mach mal nochmal zum Testen. Aber ich glaube eh nicht. Weil jetzt ist die Frage. Warum tun die das nicht? Hier, das hier. Es werden aber noch mehr Felder kommen. Hier, glaube ich, aber es ist sinnlos, was ich mache. Wobei, schaut euch das an. Es hat funktioniert. Also man muss zwar nicht die Felder machen, allerdings man muss jedes Mal hier denen sagen, hier machen und so. Also jetzt funktioniert das, also jetzt machen die das. Die Felder. Die Felder werden jetzt bestückt. So, der Goodwin, der ist jetzt beim Bücherschreiben. Und ich bin gespannt. Minus 30. Also minus 30 Bücher müssen noch geschrieben werden. Und dann noch 80 dazu, weil ich die Möbel haben will. Also die 80 Bücher müssen sein. Minus 20. Warum minus? Weil wir am Anfang Bücher gehabt haben. Und die sind, da ich da nicht geachtet haben, war die im Regen und ich habe denen verboten, die irgendwie reinzubringen. Und jetzt haben wir ziemlich miese, also ziemlich riesen miese, ja, in den Büchern. Müssen wir erstmal auf Null bringen und dann erstmal gucken, dass die Bücher wieder da sind. Da sind schon die Bücher. Ja, was macht die Kappe hier? Ich habe ja gesagt, hier nichts außer, also ich habe ja die Textilien und so weggemacht. Ich habe nur die Materialien und so, Bücher und so. Ja, egal. Dafür stehe, wer will. So, was ist mit unseren Feldern? Warum sind die immer noch nicht bestückt? Die sind jetzt mit den Büchern beschäftigt. Oder Schriftrollen. Je nachdem. Aber meine Stadt wird wachsen. Meine Stadt wird groß sein. Und ja, Leute, also erstmal, wie gesagt, später das Ganze alles umbauen, weil es ist halt so, weil später noch mehr Tische kommen. Es ist jetzt Waffen und so weiter, die machen wir auch. Aber jetzt will ich erstmal gucken, dass wir mit den Büchern klarkommen. Oh, wie viele Bücher? Nee, die Bücher.
90 Schriftrollen. Wir brauchen. So, wir haben jetzt minus 10. Okay, wir haben schon mal 10 plus. 10 plus, das ist erstmal gut. Jetzt muss hier. Ich brauche jetzt die 80 plus. Dann können wir ja neue Möbel machen. Und zwar erstmal die Betten. Die Betten sind mir wichtig, die sollen ausschlafen. So. Schreibt mir mehr Bücher. Warum steht ihr da rum eigentlich? Ihr habt Betten. Geht mal pennen. Geht pennen, verdammt. Ihr seid doch. Das, hier ist das Problem, Leute, dass zum Beispiel, wenn wir in Ringworld denken, ja, also an Ringworld, dort kann man denen sagen, ja, ihr sollt das und das Bett nehmen und hier schläft jeder, wo der will. Ansonsten hätte ich für jeden ein Pärchen gemacht, aber hier kann man das nicht. Naja, noch nicht. Vielleicht später. Aber wie gesagt, die Zeit wird zeigen. Ich will jetzt ein bisschen Fleisch jagen. Deswegen habe ich pausiert, Leute. Das könnt ihr auch das hier gleich mitnehmen. Bist du ein Tier? Ja, Hunting. So, jetzt könnt ihr. Jetzt könnt ihr dann. Oh, da sind noch mehr. Das ist am leichtesten. Das Ganze zu pausieren und dann zu jagen. Und mit den Feldern ist es auch ein Problem. Keiner will da was machen. So, jetzt habt ihr ein paar Jagd. Tiere könnt jetzt seid ihr genug beschäftigt. Jetzt schlafen die alle. Also auf jeden Fall, wir haben noch zwei Plätze frei. Adam ist echt geiler Ritter. Kannst du nicht raus oder was? Jetzt sag mir nicht, du hast dich da angesperrt. Ja, dann bist du blöd. Geh mal raus, da ist die Tür. Es ist doch nicht zu fassen. Essen habt ihr auch hier genügend Geld und esst. Weiß nicht, was ihr wollt. Adam, was ist los? Ja, endlich. Und gleich hier umgefallen. Warum? Also hier sieht man. Geh und schlaf, du. So, jetzt kommt er raus. Also, der ist ein bisschen schon ein bisschen blöd. Adam, du bist schon ein bisschen blöd. Die können sich selbst versorgen. Ja, die, guck mal das an. Also, die macht hier Fleisch und so, ne? Und, was ist das? Leider, okay. So, die essen hier. Schön erstmal essen. So, was ist mit Bücherei? Die Bücherei, die nenne ich jetzt so. Also die Bücherei
Hier wird zwar Bücher und Schriftrollen geschrieben, aber die nenne ich so. Das ist meine kleine Bücherei. Adam, was ist mit dir los? Was ist los? Warum gehst du nicht schlafen? Sag's mir das mal. Warum gehst du nicht schlafen? Du hast ein Bett. Ja? Endlich. Endlich hat er es kapiert, dass er ein Bett hat. Warum schläft er zu wenig? Was machst du? Jetzt geht er essen, oder was? Nee, der. Irgendwie bekomme ich bei dem so ein Gefühl, der hat zu viel mit dem Schwert auf dem Kopf bekommen. Weil der von Anfang an halt ein Kämpfer war. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mit dem Schwert ein wenig zu viel auf dem Schädel bekommen hat. Da hat er ja auch nicht von Anfang an so eine Rüstung, ne? So, was haben wir mit unseren Büchern? Wie liegen wir? 30. Okay. Ich würde gerne mehr Bücher haben. Ich würde gerne 20. Warum verschwinden die Bücher? Verstehe ich nicht. Da war doch 30, ja. Aber warum verschwinden dann die Bücher? Wir brauchen auf jeden Fall 80 Bücher. Damit wir die dann öffnen können. Okay. Also 30 Bücher. Warum verschwinden hier Bücher? So, die Wände, wie gesagt, also die Wände hier, so wie hier, mein Lagerraum, der wird unverändert bleiben. Vielleicht die Tür werde ich irgendwann mal anders machen. Aber die Wände werden unverändert. Deswegen bekommen die irgendwann mal auch ein Dach. Alles andere, was verändert sein kann und wird, wie zum Beispiel Häuser, da werde ich erstmal die Wände nicht bauen. So, auch bei unserer Bibliothek. Ja. Denn da muss noch zwei solche Tische, wo auch andere Bücher geschrieben werden, ran. Also da werden die auch ran geschafft. Ich glaube, ich mach mal. Leute, ihr könnt bis zu 6 Uhr schlafen. Weil ihr alle so müde und erschöpft seid, könnt ihr einfach bis 6 Uhr schlafen. Mir reicht das hier, ja, weniger arbeitet, also bis 6 Uhr könnt ihr schlafen. Hier könnt ihr dann freier Platz, freie Zeit haben. Dann könnt ihr schlafen. Also, weil das ist echt für mich irgendwie unverständlich, warum Adam bei uns ein bisschen blöd ist und geht nicht schlafen. Da habt ihr hier freie Zeit. Dann könnt ihr weiter schlafen. Ja, also. Seid ihr alle glücklich und zufrieden? Alle im Bett. Ab, ab, ab. Wir haben 22 Uhr. Alle schon im Bett. Ja, jetzt sind ja alle beim Pennen. Sehr gut. Wir machen dann Folgendes, Leute. Also heute schaffen wir das nicht, glaube ich, dass die da irgendwie Bücher schreiben. Also so schnell können sie auch keine Bücher schreiben. Wir haben erst die Hälfte. Wir machen Folgendes, Leute. Wir machen jetzt das mit den Waffen. Das werden wir am Ende das Ganze machen. Wir werden so machen, dass wir jedes Mal, ja, also nächstes Mal lernen wir das hier. Ich kann natürlich offscreen noch ein bisschen spielen, dann lerne ich das und baue überall die Betten. Es ist Folgendes. Also ich bin dafür, dass wir als allererstes weitere Bücher machen. Das heißt, dass wir die Bibliothek komplett haben.
dafür, dass wir die Bibliothek komplett haben, dafür müssen wir hier. Nee. Wo war das? Das hier. Als nächstes machen, nach den Betten. Geht's. Das hier. Um die Bibliothek komplett zu machen. Also Leute, damit wir wirklich mit Bibliothek abschließen. Ja, also mit den ganzen Büchern, damit die halt alles haben. So. Wir können jetzt ein bisschen mehr schlafen und dann arbeiten. Stopp. Damit wir auch Fleisch haben. Das hier auch. Aber ich verstehe nicht, warum die die Felder nicht machen. So, jetzt weiter geht's. Also nachdem die Betten bekommen werden, werde ich da gucken, dass wir eine weitere Bibliothek machen. Dafür werden wir aber 150 sammeln. Das mache ich mal offscreen, wenn ich Zeit habe. Die 150 Bücher. Also ein wenig zu viel wirklich. Also bis zum 5 sollen wir schlafen. Nee, nee. So. Schon ab 5. Okay, machen wir so, dass wir hier freie Zeit haben. Hier werden sie ab 6 werden sie schaffen. Also die werden hier noch eine freie Zeit für sich haben und ab 6 doch mal schaffe, sonst kommen wir nicht weiter. Also bis am 5. haben die dann hier Freizeit einmal und dann können die ab 6 schaffen. Ihr werdet aber schon ab 22 Uhr schlafen. Ich werde ab 21 mal so machen, dass ihr freie Zeit haben. Ich bin doch eine gute Regentschaft. Ja. Ich muss auf meine Leute aufpassen. So. Ja. So wird's wohl reichen. So. Also Oda jagt schon. Die schreibt weiterhin die Bücher. Aber keine Sau interessiert, die Felder zu machen. So, nachdem wir gute Regentschaft eingeschaltet haben, nachdem wir jetzt die Bücher gemacht haben, mache ich erstmal Schluss. Also die Bücher werden geschrieben, die Schriftrollen und Bücher werden geschrieben, die Bücher werden weiterhin geschrieben, dann werden wir mal Betten bekommen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, meine Leute sind glücklich. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich von euch und ich versuche aufscreen, noch ein bisschen zu machen. Und nächstes Mal werden wir schon Betten haben. Und wie gesagt, dann sammle ich bis zum nächsten Tisch. Also insgesamt wird es 3 Tische sein, also die werden dann 3 Arten von Büchern machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal, euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.